Ja, danke für die Einführung, danke, dass ich hier sein darf. Und genau, ich stelle jetzt das Murnauer Lernpaket vor, was wo Sie jetzt Sachen wiederentdecken werden, wie wir gerade gehört haben aus dem anderen Vortrag, was mir gar nicht so bewusst war. Also genau, ich stelle das jetzt vor, zusammen habe ich diese Präsentation erstellt mit Stefanie Müller. Meine Mitkommilitonin kann aber leider heute hier nicht sein, deswegen müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Wir haben uns diese Plattform und Nanook und andere Plattformen im Seminar angeschaut und haben die verglichen. Und genau, und da sind haben wir einiges festgestellt. Also, was ist das Lernpaket? Es wurde entwickelt von Neue Wege des Lernens und in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule in Bielefeld. Es hat sich das Ziel gesetzt, Filmförderung und schulische Filmkultur und Filmbildung mit digitalen Werkzeugen zu fördern. Einige dieser digitalen Werkzeuge haben wir jetzt auch schon in der Präsentation vorher gesehen. Also ähnliche Werkzeuge wurden hier verwendet. Auf die gehe ich glücklicherweise jetzt gar nicht ein. Ich habe also andere Beispiele, die das dann andere Aspekte verdeutlichen. Genau, im Angebot sind eben diese interaktiven Tools, die man anwendet, um die Filme zu verstehen. Es wird auch auf die Filmsprache-App rekurriert, also auch da kann man, wenn man auf diese Symbole klickt, eine genauere Definition dieser Begrifflichkeiten, zum Beispiel bei Kamerafahrten oder auch bei anderen Segmenten, auf die ich gleich zu sprechen komme, zurückgehen. Also es ist wirklich sehr detailliert, sehr ausgefeilt in diesem technischen Aspekt. Das Ganze wird, wie das Paket schon sagt, am Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau ausgeführt und an seinem filmischen Werk. Also wir haben es hier ausnehmend nur mit dem Stummfilm zu tun. Als Zielgruppe werden Schüler der höheren Klassenstufen angesprochen, also Gymnasialstufe wahrscheinlich. Ich würde meinen, auch die 9. und 10. Klassen der Realschulen. Als ich zur Schule war, hätte mich das noch interessiert. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Also, aber für die Kleineren ist das noch kein Ansatz. Also wirklich sehr leseintensiv. Die Sprache ist leider ausschließlich auf Deutsch. Unserer Meinung nach wäre es ja durchaus möglich, da es sehr textbasiert ist, dieses auch in anderen Sprachen anzubieten. Es gibt auch Musterlösungen für Lehrer, die sind etwas kürzer gehalten, als wir das bei Nanook beispielsweise haben, also wirklich eher der Spicker für den Lehrer, der die Aufgaben gelöst bekommt. Es ist glücklicherweise ohne Anmeldung nutzbar, also jeder kann es verwenden, es müssen nicht Schüler sein, es können Studenten oder jeder, der einen Internetzugang hat, kann dieses Angebot wahrnehmen und auch ausprobieren. So sieht es aus. Es sind 9 Segmente, genau, die ich hier nochmal aufgeführt habe. Also Leben und Werk Murnaus wird zusammengefasst, dann Bildkomposition, Licht und Schatten, Kameraperspektiven. Ich werde mich jetzt auf Viragierung und okkultistische und religiöse Symbole nochmal genauer beziehen. Also nicht alle 9 Segmente jetzt erklären, sondern diese beiden sollen jetzt nochmal Thema sein. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wie wir es eben auch schon gesehen haben, also es gibt erklärende Texte, kurze Filmclips und zu diesen Filmclips werden Aufgaben gestellt, 2 bis 3 Aufgaben meistens. Bei der Viragierung ist das der komplette Einführungstext, was sehr kurz ist. Er umfasst ästhetische, technische, historisch relevante Informationen und geht wirklich vom Allgemeinen zum Speziellen. Also wirklich sehr gut aufgebaut, auch überschaubar und man kann sich das auch merken als Schüler, wenn man das gelesen hat, man kommt nochmal schnell rein, kann auch nochmal nachlesen, wenn man die Fragen beantwortet. Also nicht zu umfangreich. Es wird zum einen die Überlieferungsgeschichte des Films Nosferatu thematisiert, also welche Kopien sind noch erhalten geblieben, in welchen Farbfassungen, das wird kurz erwähnt, nicht so ausführlich. Und dann aber auch
Und darum soll es hier gehen, um die Einfärbung des Schwarz-Weiß-Bildes, die jeweilige Viragierung. Es gibt konventionelle Farbcodes und eben eine Farbästhetik, die sich von diesen Codes unterscheidet, und das ist die von Murnau. Das wird auch alles sehr gut erklärt. Nach diesem Text, den wir jetzt in Gänze gesehen haben, gibt es diese drei Aufgaben und 5 Filmclips und eben auch diesen 6. Filmclip, der die originale Fassung zeigt, wie sie viragiert ist. Man soll anhand der digitalen Tools jetzt seine eigene Version dieses Clips erstellen. Man hat dafür Rosa, Sepia und Türkis zur Auswahl. Genau, dabei ist das etwas irreführend, weil es wird von 2 Farbkatalogen ausgegangen, von einem allgemeinen und von einem Murnau-spezifischen. Dabei sind jetzt Rosa und Sepia aus dem allgemeinen Katalog. Türkis ist bei Murnau nur erwähnt für die Nacht. Im allgemeinen Katalog ist Blau aber für die Nacht gedacht. So, andere sinnvolle Farben, die jetzt hier noch fehlen, wären zum Beispiel das bereits erwähnte Blau des allgemeinen Kataloges oder auch das Violett für dramatische Nachtszenen im Innen und Rot als leidenschaftliche Szeneentfärbung oder auch in Szenen, in denen Gewalt vorkommt. Also das wären weitere Farben, die hier noch sehr sinnvoll wären, die man noch mit einfügen könnte. Was macht man als Schüler, wenn man jetzt diese Aufgabe hat? Ich gucke erst mal, wie ist eigentlich das Original erstellt, und ich drücke dann da unten drauf auf den rechten Button, und dann habe ich eine Originalfassung, die nur in 2 Farben vorkommt. Also es sind Außenaufnahmen, es sind Innenaufnahmen und es sind auch romantische Aufnahmen zu sehen. Also im Prinzip wären es 3 Farben möglich, Murnau nutzt aber nur 2 Farben beispielsweise. Also es ist ein ungünstiges Beispiel, weil gar nicht alle 3 Farben vorkommen, die hier angeboten werden. Das ist vielleicht ein negativer Aspekt. Genau, danach soll man eben diese beiden, also nachdem man jede einzelne Szene eingefärbt hat, soll man beide Szenen miteinander vergleichen und die ästhetische Erfahrung beschreiben. Was muss ich als Schüler machen? Ich muss jeden einzeln anklicken, und dann geht das immer so ein paar Sekunden, und dann ist wieder Stopp, dann drücke ich aufs Nächste, und dann habe ich so eine ästhetische Erfahrung eingeteilt in 5 Segmente. Die Originalfassung läuft einmal komplett durch, also diese knappe Minute. Schön wäre es hier, wenn beide einfach zusammen wären. Also man hätte eine Schwarz-Weiß-Fassung, die man wie in einem Schnittprogramm mit der Farbe versehen könnte. Und dass man das dann als einen Durchgang sich anschaut, und dann ist auch diese ästhetische Erfahrung durchaus machbar. Leider sind diese Filmschnipsel dann auch nicht zum Download zur Verfügung. Und die dritte Frage, und das ist auch etwas schwierig, wenn man es liest, was es dann für Schüler schwieriger macht, also wir haben das auch im Seminar häufiger lesen müssen, was eigentlich gemeint wird. Es wird von einem historischen und einem gegenwärtigen Farbkatalog ausgegangen, also als wenn es einen Katalog gäbe, den man heute noch anwendet auf Filme und die eine bestimmte Bedeutung haben. Und wie unterscheidet sich das jetzt von diesem historischen Farbkatalog? Also das ist dieser dritte Punkt. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, weil heute werden erstens keine Schwarz-Weiß-Filme mehr gedreht. Und wenn welche gedreht werden, dann werden sie nicht mehr viragiert. Dann sind das vielleicht historische Aufnahmen oder historische Filme, die wieder restauriert werden in der originalen oder vermutlich originalen Fassung. Das zweite Segment, was ich mir ausgewählt habe, vielleicht aufgrund meiner religionswissenschaftlichen Ausbildung, ist das Thema okkultistische und religiöse Symbole. Das ist nur ein Teil des Textes, also der ist um Ellen länger. Ich habe es mal, genau, also es sind
zwei Absätze sehen Sie hier, sind 11 Absätze, also sehr ausführlich. Hat auch wirklich sich jemand intensiv mit beschäftigt, mit den okkultistischen Symbolen bei Nosferatu, also sehr, sehr interessant zu lesen. Die Frage ist, interessiert das Schüler oder interessiert das Religionswissenschaftler? Ist immer so ein bisschen dann ja, in Frage zu stellen. Es ist wirklich auch ein sehr ambitioniertes Vorhaben, verschiedene Symbolsysteme aus den unterschiedlichen religiösen Systemen in Monas Film nachzuweisen. Und weil der Okkultismus eben so weit im Vorrang steht, sind andere Religionen werden nicht ausführlich genug behandelt, was ungünstig ist für die Fragestellung. Denn man soll aus Sunrise, Faust, Nosferatu, Tabu, Filmstills ausschneiden und den jeweiligen Religionen zuordnen. Dazu müssen diese religiösen Symbole vielleicht aber schülerfreundlicher erklärt werden. Also es ist nicht so ganz klar, was sind das jetzt für Symbole, die da nachgefragt werden. Und ich habe das mal, was meine ich damit? Ich habe hier unten zum Beispiel ganz links, vielleicht kann man es lesen, es ist das Gesicht, der Kopf von Faust, aber es sieht aus wie eine väterliche Gottesfigur. Also es ist das Symbol des Gottesvaters, obwohl es Faust ist. Wir haben den Engel, den Teufel, ganz klar. Wir haben oben rechts das jungfräuliche Südseemädchen, was eben die heilige Jungfrau symbolisieren könnte. Also was möchte man eigentlich erreichen? Was möchte man? Was sind diese religiösen Symbole, von denen man hier spricht? Und in der zweiten Frage geht man wieder weg von dieser ersten Aufgabe, die Schüler gelöst haben, und geht zurück in den Text. Geht zurück in den Text und möchte, dass man den Zweck der religiösen Symbole beschreibt. Interessanter wäre es jetzt hier vielleicht anhand dieser Aufstellung zu vergleichen. Also wirklich, was hat Murnau mit diesen Symbolen gemacht? Wie hat er sie in seine unterschiedlichen Filme eingearbeitet? Also Schüler nicht von den Aufgaben, die sie bereits gelöst haben, wegführen zu irgendwelchen anderen, sondern wieder zu diesen zurückzubringen und das zu vertiefen, was sie bereits wissen. Denn sie haben ja eine geistige Leistung erbracht, um das hier zu erstellen. Genau, was leisten die Tools? Oben habe ich sie nochmal als Beispiele angebracht. Was uns aufgefallen ist, es ist sehr viel mit Standbild gearbeitet. Es geht also weniger um das Bewegtbild, sondern es sind meistens Standbilder, die analysiert werden. Die Tools sind durchaus ausreichend für diesen Standbildanalyse, aber auf Dauer wird das Ganze eintönig. Die Textfelder sind auch oftmals sehr klein, um etwas dort hineinzuschreiben. Und auch die Arbeitsflächen lassen sich nicht vergrößern. Und durch das Scrollen von oben nach unten sind die fotografierten Standbilder irgendwo im Bild und man muss sie erst nach unten schieben. Also das ist für das Tablet erstaunlicherweise ungeeignet. Das ist uns auch aufgefallen, dass es leider nicht funktioniert. Genau. Doch so lang geworden. So. Genau. Gibt es Fragen zu der Präsentation? Haben wir ein Mikro? Oder? Ich habe eine Frage. Sie hatten eben gesagt, dass die Murnau-Schule in Bielefeld wahrscheinlich daran teilgehabt hat an der Entwicklung. Oder lieber Herr Schneider, Olaf, vielleicht. Möchtest du vielleicht nochmal vorkommen? Ja. Genau, weil das ist ja im Prinzip interessant, dass Sie sagen, ist das eigentlich kompatibel für Schüler? Und Sie waren aber offensichtlich, also die Schüler waren ja offensichtlich am Entwicklungsprozess beteiligt. Und das finde ich ganz spannend. Inwiefern sie beteiligt waren oder wie umfangreich? Nein, die Schüler waren nicht am Entwicklungsprozess beteiligt. Die Schule hatte sich dieses Material gewünscht, weil sie haben den Namen
Murnau-Gesamtschule vor 4 Jahren angenommen und hatten eigentlich mit dem Namen noch nichts gemacht. Und die kamen sozusagen auf den Verein zu: Ihr macht was mit interaktiver Filmbildung, könnt ihr uns da Material erstellen? So ist das Ganze entstanden. Wir hätten die Schüler gerne mit eingebunden, aber das ist an den, wir hätten auch die Lehrer gerne mit eingebunden, aber das ist tatsächlich an den, am Zeitmangel gescheitert. Das klappte nicht. Wir wollten eigentlich mehrere Treffen haben, aber die sind alle nicht zustande gekommen. Wir haben mit einer Murnau-Expertin aus Bielefeld zusammengearbeitet. Das erklärt vielleicht auch die zum Teil sehr, sehr ausführlichen Texte. Und genau, also Schüler waren hier nicht direkt involviert. Okay, vielen Dank. Da hinten war noch eine Frage. Ja. Warum funktioniert das nicht auf dem Tablet? Ist das irgendwie Windows-basiert oder ist das webbasiert? Doch, das funktioniert auf dem Tablet. Das ist, funktioniert in einem Browser und damit auch auf dem Tablet, ja. Okay. Dann müssen wir das vielleicht nochmal klären in der Kaffeepause. Genau, noch eine Frage und dann müssen wir leider schon... Ich habe eine Frage vielleicht auch in Bezug zu den Präsentationen von heute Morgen. Es kommt mir so vor, als wären die alle drei Ansätze oder Projekte, die jetzt vorgestellt wurden, sehr textlastig, sehr textbasiert. Und wir arbeiten ja hier mit Film, also mit einem visuellen Medium und auch mit Bewegtbild. Ist so ein bisschen die Frage, auch im Vergleich zu dem Ansatz aus Frankreich, der mit diesen ja, Icons eigentlich mehr arbeitet, wieso wir da noch so einen sehr starken Fokus auf Text legen. Gerade auch, mir ist aufgefallen, in dem Luther-Projekt, das richtete sich offenbar an Gymnasien, das war doch ein sehr hohes Textniveau, wo ich mich dann auch frage, wie das funktioniert mit Personen, die in unser Schulsystem integriert werden, wo Deutsch aber eben nicht die Muttersprache ist. Ob man da nicht eher ausschließt, wenn man so stark textbasiert arbeitet. Naja, es muss verschiedene Angebote geben. Das ist ein Angebot für die S2, für den Geschichtsunterricht. Und der Film Luther ist in Niedersachsen halt im Zentralabitur. Und das ist schon die Form der Auseinandersetzung, die von Schülern dann erwartet wird. Man kann genauso gut, also ich konnte ja jetzt wirklich nur ein Projekt zeigen. Wir haben beim Filmkanon auch Sachen für die 5. Klasse oder auch für die Grundschule dabei. Das hängt halt von der Ausrichtung letztlich ab. Aber hier habe ich ganz klar ein S2-Projekt für das Fach Geschichte gezeigt. Vielen Dank, Olaf. Ich glaube, wir müssen jetzt schon direkt wieder weitermachen. Vielen Dank erstmal für die Präsentation.